Als nächster Herr Abgeordneter Gerhard Schmidt. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister. Zum Thema Arbeitsmarktzugang für Asylwerber. Es ist als hinlänglich bekannt vorauszuschicken, dass der Arbeitsmarkt Österreichs von einer anhaltend hohen Arbeitslosenzahl geprägt ist. In einem befremdenden Antrag der NEOS wird auf die Erfüllung der EU-Richtlinie 33 aus 2013 verwiesen, wonach Asylwerber innerhalb von 9 Monaten nach Stellung des Antrags auf internationalen Schutz einen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten müssen. Die Einbringung dieses Antrages erfolgte zu einem Zeitpunkt, als sich für Österreich die Problematik der Flüchtlingswelle nicht in diesem Ausmaß abgezeichnet hat. Mittlerweile muss jedoch von einer Massenzuwanderung von vordergründig Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen werden. Asyl ist in keinem Fall ein Recht auf Dauer, sodass von einer langfristigen Beschäftigung Asylwerbender kein Rechtsanspruch abzuleiten ist. Es entspricht den Tatsachen, dass für eine nachhaltige Integration neben entsprechender Bildung ein dauerhafter Arbeitsplatz einen entscheidenden Faktor darstellt. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Asylwerber neben sprachlichen Problemen weitreichende Ausbildungsdefizite aufweisen und somit erhebliche Arbeitsdefizite seitens allfälliger Dienstgeber zu bewältigen sind. Die österreichische Bundesregierung hat zur Integration der Flüchtlinge bereits wesentliche Maßnahmen gesetzt, welche allerdings durch einen Teil der Migranten nicht angenommen werden. Wenn nun seitens der EU Vorgaben zu einer Beschäftigungsverpflichtung seitens der heimischen Wirtschaft eingefordert wird, ist auf das anhaltende Versagen der Europäischen Union mit Bezug auf das Flüchtlingsproblem im Allgemeinen zu verweisen. Wird nun seitens sozialdemokratischer Gewerkschafter davon ausgegangen, dass ohne festes Arbeitsverhältnis Asylwerber in illegale Arbeit gedrängt werden, so ist jenen Gewerkschaftern daran zu erinnern, dass sie primär die Interessen heimischer Arbeitnehmer zu vertreten und zu schützen haben. Entsprechend dem Motto Österreich zuerst ist diesem Antrag daher nicht zuzustimmen. Danke.